Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir spielen hier wieder mit dem guten Neddy als Priesti dabei. Wir sind heute Genau, hallo. im Turm, ja, hallo, genau. Wir sind heute im Turm Utgard, Heorisch. Ich heile. Und das ist auch so ein typischer Dungeon, wo man schon mit Level 68 oder so reinkommen kann. Unter Umständen. Es ist auf jeden Fall ein Dungeon, der auch relativ easy ist. Ne? Der Dungeon ist aber besonders cool, eigentlich. Oh, hier kriegt jemand Schaden. Okay. Ja. Ich habe ihn noch dazu geholt, weil er mal Schluss da mal so längs laufen kann. Ja. Oh, jetzt muss ich ja schon ein paar Tasten drücken. Ja. Er hat ein bisschen viele rangeholt. Oh ne, ich habe KR gedrückt. Nein! Oh. War zu früh. Ups. Ja. So macht man es nicht, ne? Nee. Man drückt nicht einfach KR. Der hat zählt bei mir. Aber es war ein bisschen verschwendet. Der zählt bei uns gar nicht, ne? Weil wir ja noch Cooldown hatten. Stimmt, viel bei uns zählt es noch nicht, richtig. Was macht denn der jetzt? Der geht ja richtig rein. Ja, der traut uns ordentlich was zu hier. Ja, der mutig hat irgendwie ist er. Eilig. Also, ja. Mal wieder so richtig Schaden machen, ja. Der Dungeon gefällt mir eigentlich besonders gut, weil du hier auch ein Mount bekommen kannst. Stimmt, richtig. Na, hier gibt es nämlich erstmal gibt es hier Bossgegner, die man skippen kann, also überspringen kann. So wie die jetzt hier, die Swala, die kann man überspringen. Das machen wir jetzt auch. Genau, einfach vorbeilaufen. Einfach vorbei. Ja, der rennt mir ein bisschen zu sehr vor, der Kollege. Er meint, er hat das im Griff hier, keine Ahnung. Muss man ihn nochmal ein bisschen einbremsen. Aber das geht ja auch. Zerbakro, ich sterbe gleich. Oh Gott im Himmel. Helfe ich mal ein bisschen. Also es wird halt ganz, ganz dünn, wenn ich Akku habe, ne? Ja, das stimmt, richtig. Das dann hab ich einen griechischen Krampf. Also wirklich, ne? Weil du ja. kommst nicht, du kommst so gar nicht so schnell hinterher. Weil ich kann den. Ja, danke. Sollte man langsamer machen. Ja, nee, warum? Nee. Na gut, okay. Warum auch? Quatsch. Na gut. Ach ja. Genau, an Swala sind wir jetzt vorbei. Gleich kommt noch ein Boss, der sich vermeiden lässt. Genau, kann man auch einfach durchlaufen. Richtig, und das, ich denke, bei dem Tempo werden wir das wahrscheinlich auch tun. Der hat heute noch was vor, das stimmt. Ja, sieht so aus. Sieht so aus. So, hier wäre dann der nächste Bossgegner. Und zwar muss man hier eine Kugel andrücken. Ich weiß gerade gar nicht, wo die ist. Wo ist denn diese Kugel? Ach, da vorne. Da vorne, genau. Ja. Das ist der Stasis-Generator. Dann kommen nach und nach diese Bestien hier und zum Schluss dann der Boss. Ja. Und hier, das ist der... Verzeihung. Das ist der interessanteste Bossgegner hier, weil der schmeißt auch den blauen Protodrachen. Genau. Der Skavi heißt er. Skadi, der Skrupellose, genau. Das ist cool. Das ist generell eine coole Sache. Ich habe das mal eine Zeit lang gefarmt. Okay, ja. Zwar nicht alleine, weil alleine geht's, glaube ich, wirklich nicht.
Aber zu zweit geht das. Tatsächlich. Ah, okay, genau. Hier muss man die Harpunen doch irgendwie einsammeln. Ne? Genau. Ja, die Mobs kommen ja auch in regelmäßigen Abständen. Kriegt man die schon? Ja, ich krieg die schon. Genau, die kann man anklicken, dann hat man die im Inventar. Man muss eigentlich dann nur auf so eine Harpunenschleuder drücken. Aber wenn, im richtigen Augenblick. Genau, wenn der, wenn der Gegner denn davor schwebt, quasi. Na. Also ja, wenn man jetzt drückt, bringt das halt nichts. Genau, da muss dann schon davor sein. Das wird aber eigentlich angezeigt, ne, im Atlas oder so. Eigentlich schon. Ich glaube, er sagt dann auch was. Oder so, genau. Ist in Reichweite oder irgendwie sowas. Ja, genau, genau. Irgendwie irgendwas. So, jetzt ist er da und gleich müsste DBM auch. Genau. Oder DBM war das, ja. Genau, da. Jetzt kann man klicken. Ja. Und jetzt kann man ihn. Ich habe ihn, glaube ich, aber man kriegt noch zwei weitere. Jawohl, erst. Das war's schon und jetzt kommt er, jetzt steigt er halt ab. Und der macht auch so einen Wirbelwind. Der macht einen Wirbelwind, aber der ist da relativ langsam. Also ja, da kann man gut weg, wenn man das rechtzeitig sieht. Genau, lauf, das ist das. Kleines Mädchen, lauf! So, da kann man eigentlich gut den kiten. Ja. Jo, sehr gut. Ja, leider kein blauen Protodrachen. So, dann geht's schon weiter. Sehr geringe Drop-Chance. Ja, unterirdisch. Die haben ja jetzt auch eine Sache gefixt, beziehungsweise geändert. Oh, jetzt kriege ich auch Schaden. Der TCG-Beutel kostet jetzt nur noch 2000 Gold statt 3000 Gold. Okay, was ist da eigentlich drin? Ist da wirklich was Interessantes drin? Oder ist das Nee, das ist schon richtig coole Sachen drin. Ich habe mit meiner Revila, habe ich dort das Vollrhinoceros rausgezogen. Okay. Also auch ein Mount, ne? Reittier? Ja, klar, genau. Nicht. Da gibt es ja auch unter anderem den Spektraltiger, ne, als Hauptgewinn. Ah, okay. Ja. Ich habe da aber einen Mount jetzt rausgezogen in wahrscheinlich 30 Beuteln. Ja. Okay. Yep. Also ist halt jedermanns Sache. Ich hatte auch mal einen Streamer gesehen, der auf Rising Gods gestreamt hatte. Und der hatte wohl über 900 Beutel. Also nicht alle mit Eimer, klar, sondern immer Stück für Stück. Klar. Über Codes hat er sich die dann halt gekauft. Und da muss ich sagen, da hört es dann auf. Da hört es dann wirklich auf. Also bei aller Liebe, ich sammle auch gerne Mounts und freue mich wie ein Kind, wenn ich eins bekomme. Gerade wenn es so ein langer Farmtes ist. Ja. Aber das Gold musst du erstmal haben, ne? Ich meine, du kannst es auch über Echtgeld halt kaufen. Aber das ist ja... Ich glaube, du zahlst halt auch einfach 20 Euro für 12k Gold. Oder irgendwie so um die Dreh. Und jetzt rechne dir das mal hoch. Davon, da kannst du dir drei Beutel kaufen, weißt du, und zahlst 20 Euro. Nee, das ist übertrieben. Und dann ist halt die Chance, die Chance, dass du da Müll rausziehst, ne, oder ja, die Zeug, ist sehr hoch. Die ist halt übertrieben hoch, weil in diesen Beuteln, da gibt's 20, 25, wenn nicht sogar mehr Items, die da droppen können und die aber alle kacke sind, neben den Mounts. Ja, genau. Echt, also das ist so lauter Spielereien. Und hier ist schon der Endboss, ne? Genau, da vorne. Genau, hier ist schon der Endboss. Der König, genau. König Ymiron heißt der. Mhm. Oh. Das ist natürlich auch nicht nett. Das macht der Boss doch auch, der schickt einen auch durch die Gegend. Das stimmt, ja, stimmt. Und das kann man auch nicht unterbrechen. Ich glaube nur... ich glaube doch. Ja, okay, es ist immer klassenbezogen. Stimmt. Ein Krieger kann das unterbrechen. Ja, ein Krieger, der kann das auch, genau. Durch seine Berserkerwut. Der kann das definitiv dem Vier entgegenwirken. Mal gucken, ob der das hier macht, ob der das hier kann, der Krieger. Ja, ich kann es nicht. Macht er nicht. Ich wüsste nicht, wie als Priester, wie das geht. Ja, ansonsten haut er eigentlich auch nur zu. Bringt uns zum Zittern. Viermal oder sowas. Ja, das macht er recht oft. Das ist halt ein bisschen nervig, aber. Naja.
Oh, na, der versenkt die Schiffe, ne? So ein bisschen, oder? Ich weiß gar nicht, was der genau da macht eigentlich. Irgendwas zaubert er da. Oder, ach nee, er wird von oben gestärkt oder irgendwie so. Hm. Also da was? So ein Geist über ihm. Ja, ja. Aber was er genau da macht? Da ist doch einer so drüber, so der ihm irgendwas. Ja, genau, genau. Ja. Was auch immer der macht, ja, gute Frage. Dunkle Macht kriegt. Jetzt ist aber Schluss mit der dunklen Macht. Ah, oh, Ende. Tja, wunderbar, das war Turm Utgard. Genau, und hier ist es immer ganz gut. Jetzt ist der Weg zum Ausgang frei, wenn man da auch den ersten. Diesen fetten, wenn man den wegnimmt, dann kann man jetzt frei rauslaufen. Ach stimmt, ja, hier rechts, genau. Und, ja. Und wenn man als Anfänger reingeht, kriegt man ja auch noch irgendwelche Quests, die man dann einfach durchlaufen kann und da hinten abgeben kann. Richtig, richtig, dann läuft man hier hinten lang und dann ist man wieder am Eingang. Wenn du vergisst und alle raus sind und du noch als alleine bist, dann wirst du hier gekillt. Ist mir schon passiert, ja. Oh, echt, ja? Ja, ja, klar, wenn die das alle, die sind ja alle fertig und alle super und dann verschwinden sie und dann steht da noch ein so ein Dicker. Ja, ja. Na gut.